Hallo, liebe Leute und Herren der Schöpfung. Ich spiele heute mal wieder eine Runde auf Minecraft Survival Games und au. Und ja, ich wollte eine Kleinigkeit ansprechen. Und zwar. Kleinen Moment. Ja, ist mir aufgefallen, dass ja, mein Dishonored LP. Oh nee, jetzt geht das mit der Maus wieder los. Ich hatte gestern schon ein Problem mit der Maus und Minecraft und jetzt geht das wieder los auf einmal. So, weil ja, egal. Mein Dishonored Display wird ja nicht so oft angeschaut. Kann auch daran liegen, dass das Video ein bisschen älter ist. Das Video, das Spiel. Das stimmt ja auch. Ist auch schon gut alt. Boah, Alter, mit dieser Maus so zu spielen, ist voll schwierig. Die springt die ganze Zeit so. Und das ist nur bei Minecraft so, bei keinem anderen Spiel. Und ich würde gerne wissen, warum das so ist. Weil ich habe jetzt nichts gemacht, nichts gedrückt. Und die Maus redet einfach ultra. Und ja, nochmal zum Thema zurück. Ich wollte einfach wissen, ob es, oder für euch, einige, die es schauen, in Ordnung ist, wenn ich das absetze, weil wenn das eh keiner schaut, dann konzentriere ich mich lieber auf anderes oder denke mir andere, oder denke mir andere Spiele aus, sag ich schon, andere Formate aus. Für das, ja, schauen das bestimmt mehr Leute oder kommt vielleicht besser an als Dishonored, weil für mich ergibt es einfach keinen Sinn, das Spiel zu spielen, wenn keiner zuschaut. Das finde ich einfach nicht so sehr unmotivierend. Wenn doch jemand möchte, dass ich das weitermache oder so, dann soll er es in die Kommentare schreiben und so, und dann kann man das bestimmt klären, aber ich weiß nicht, warum meine Maus so ausrastet bei Minecraft. Bewegt die durchgängig und die springt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es auch an dem Mauspad liegt. Boah, ne, da ist es noch schneller. Oh, das ging doch eben noch flüssig und alles einwandfrei. Und jetzt auf einmal fängt es wieder an zu springen. Ne, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ich hoffe, das bleibt auch dabei jetzt. Wenn nicht, dreh ich durch. Lass ich irgendwann noch aus. Wie gesagt, schreibt mir dann einfach in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid und dann denke ich mir einfach was anderes aus. Vielleicht. Ja, und schon wieder das Problem. Was ist denn das mit Minecraft? So. Funktioniert immer noch nicht. Ich kann nichts machen. Nö. Oh Mann. Boah. Diese Maus, ne? Ich muss mich, glaube ich, die ganze Zeit darauf konzentrieren, dass diese Maus nicht da wieder wegspringt, obwohl ich. Ich kann meine Maus nicht. Was ist das mit der Maus? Das ist schlimm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das Problem muss ich echt nach der Folge mal googeln. Ich mache das hier jetzt einfach zur Challenge, dass ihr einfach hier zu mir. So, ja, dass ich einfach mit der Maus spielen muss und wenn ich gewinne, dann habe ich die Challenge gewonnen. Aber ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen, weil ich nicht mehr normal gewinne. Boah, Alter. Das ist doch nicht normal. Ja, okay, ich wollte nicht fragen, ob die auch das Problem haben, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Jetzt geht's wieder. Nee.
Ich weiß nicht, als ob bei Minecraft irgendwie nichts ankommt. Als ob irgendwas irgendwie übersprungen wird oder so, keine Ahnung. Ich guck mir das gleich mal an. Das ist ja schlimm. Das geht gar nicht. Na? Hopp, hopp. Und mir fällt gerade auf, ich hab gleich zu essen. Ich bewege die doch wirklich nur einen Zentimeter. Ich weiß gar nicht. Gott hasst mich. Wenn es einen Gott auf dieser gelben Welt geben sollte, dann hasst er mich. Auf jeden Fall. Das ist wahr. Nee. Nee. Nö. Nö. Ich traue mich gar nicht, meine Maus zu bewegen. Weil die so abfuckt ist. Ich hoffe, ich komme vielleicht wenigstens mal ein bisschen weiter als. Oder kann ein bisschen länger spielen als 3 Minuten. 30 Sekunden. Es ist wirklich so, als ob meine Maus irgendwelche Informationen einfach verschluckt. Oder Minecraft in dem Fall. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hüpfe jetzt einfach fröhlich durch die Gegend, hoffe, dass ich nicht sterbe. Vielleicht nochmal, vielleicht funktioniert das. Wow. Boah, Alter, diese Maus. Die Maus dreht durch. Hier habe ich nur Helme und Schuhe. Du kommst noch mit. Du kommst dahin. Du kommst da. So. Cake is a lie. Aber das ist echt nervig, dass ich nicht vernünftig spielen kann. Ne? Wie soll ich denn bloß in einer hektischen Situation überleben? Alter. Ich glaube, das schafft man. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Tja, Schicksal. Yo, durch die Maus konnte ich mich jetzt nicht wegdrehen. Ich hab das gerade das Scheißmaus. Nein, meine Maus ist cool. Aber irgendwas ist mit meinem Computer nicht in Ordnung. Boah. Wie kann man denn so viele Informationen verschlucken? Das ist auf jeden Fall ein heftiger Fight, glaube ich. Ach nee! Oder ist das hier ein Komet? Ja, hier ist ein Komet mit der Meteoriteneinschlag. Ah, okay. Und wieder Schuhe. Ich weiß gar nicht, warum ich den Bogen überhaupt unter 2 habe. Den kann ich ja nicht direkt wegschmeißen. Weil ich eh nicht sehen kann, auf die lange Distanz. Ja, guck, ich hab. Ne. Better late than day. Ich hab ne Idee, was ich bei mir mache.
glaube, das liegt einfach daran, dass meine Festplatte zu viele Aufnahmen oder zu Verhältnisse. Keine Ahnung, wo genau. Ich glaube, dass einfach meine Festplatte zu viel arbeiten muss wegen den ganzen Aufnahmen. Also dass ich einfach denke, dass ich dann einfach auf die zweite Festplatte aufnehmen werde. Um dann zu gucken, wie die andere dann reagiert. Oh ja, was ist denn hier? Da kam eben einer zu mir, glaube ich. Oh ja. Egal. Ich geb's auf. Ja, die Folge war noch ein bisschen länger kürzer. Ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. So, und jetzt kommt gleich noch die Endcard und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Wieder heißt Kartoffeln und Co. und die Maus ruckelt. Und jetzt geht's wieder. Jetzt nicht mehr. Jetzt. Egal, ich versuche das Podium rauszufinden. Bis dann. So, auf der linken Seite findet ihr mein letztes Video mit den guten Tevinius und Topra. Und abonnieren nicht vergessen, weil dann verpasst ihr auf jeden Fall auch nichts mehr. Und ich wünsche euch wie immer einen schönen Abend, Tag, Mittag, irgendwas. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Schlechte Kartoffeln und Eiskaffee und gute Unterhaltung.